Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, heute geht es jetzt also um die europäische Zusammenarbeit in der Energiepolitik. Das klingt ja erstmal ganz gut, aber das Problem ist, dass eben CDU und FDP damit meinen, dass die alten fossilen Strukturen einfach mal verfestigt werden sollen und die Bedingungen für erneuerbare Energien einfach weiter erschwert werden. Und was wir brauchen, ist aber genau das Gegenteil. Wir brauchen europäische Zusammenarbeit, aber pro erneuerbare Energien, pro Zukunftsfest und nicht das Festhalten an alten Strukturen. Und Sie fordern eine stärkere internationale Kooperation, und Sie wollen diese aber nur in eine Richtung. NRW soll bitte schön exportieren, Strom exportieren, gesicherte Kraftwerksleistung fürs Ausland bereitstellen, aber NRW darf bitte niemals importieren. Ich muss Ihnen da was sagen, so funktioniert keine Kooperation. Eine Kooperation ist keine Einbahnstraße. Denn jetzt ist es schon so, dass unsere europäischen Nachbarn zum Teil verärgert sind über unsere massiven fossilen Überkapazitäten, die dafür sorgen, dass im Ausland Gaskraftwerke stillgelegt werden, dass die Preise zum Teil massiv sinken, dass die verstopften Leitungen existieren und so weiter und so fort. Wir brauchen wirklich Überkapazitäten abzubauen und nicht Erneuerbare weiter fesseln. Also genau das Gegenteil von dem, was Sie hier fordern. Und sehr geehrte Kollegen von CDU und FDP, Ihr Antrag greift dann, muss ich sagen, so wir einzelne Aspekte auf, wirbelt sie durcheinander. Aber mir ist dann eben einiges klar geworden. Als ich nämlich die beiden Kollegen von der CDU und FDP gehört habe, ist mir klar geworden, warum das so ist. Sie sind sich noch nicht so ganz einig, wohin es eigentlich genau gehen soll. Vielleicht sollten Sie das erst mal klären, bevor wir dann hier dann gemeinsam weiter drüber reden müssen. Nun gut, Sie müssen daher entschuldigen, wenn ich dann auch hier so ein bisschen hin und her springe in den weiteren Punkten. Denn einen Aspekt fand ich doch sehr kurios. Sie fangen damit an, dass die geografische Lage Nordrhein-Westfalens Nordrhein-Westfalen dann prädestiniert dafür, dass wir für Versorgungssicherheit sorgen. Also ehrlich gesagt, was das eine mit dem anderen und fossilen Kraftwerken zu tun hat, das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Warum gilt das nicht eigentlich auch für Schleswig-Holstein? Warum gilt das nicht für Baden-Württemberg? Also das ist wirklich eine etwas kuriose Forderung. Sie fordern in Ihrem Antrag freie Leistungsmärkte. Und was ich daran sofort gedacht habe, ist, Sie wollen also schon wieder neue vergoldete Frührente für alte Kohlekraftwerke. Was wir brauchen, sind eben nicht mehr Kapazitäten, sondern mehr Flexibilitäten. Sie haben aber, das ist ja das Kuriose, schon das Richtige im Antrag stehen, die richtigen Stichworte, zum Teil jedenfalls. Sie sagen, wir brauchen Lastmanagement, wir brauchen Speicher. Ich ergänze, wir brauchen auch Gaskraftwerke. Und das, was wir als Problem gerade haben, dass der Markt nicht das belohnt, was wir technisch brauchen. Wir brauchen flexible Kraftwerke und wir brauchen einen Markt, der genau das belohnt. Und dahin müssen wir kommen und nicht weiter im alten Denken verharren. Und wenn ich dann lese, sehr geehrte CDU und FDP, die Versorgungssicherheit sei in der Vergangenheit als gegeben angesehen, vielleicht von Ihnen, also von uns nicht. Und auch in der Politik mag es vielleicht nicht die große Rolle in der Diskussion gespielt haben, aber in der Realität ist sie längst da. Und ist es so, dass seit 2006 die Tendenz eine ganz klare ist. Die Dauer der Stromausfälle in Nordrhein-Westfalen hat seit 2006 massiv abgenommen. Die Stromversorgung ist also zuverlässiger geworden, gerade durch die Digitalisierung und nicht entgegen der Digitalisierung, wie nämlich in Ihrem Antrag steht. Und auch ist die Stromversorgung zuverlässiger geworden, aller Unkenrufe zur Unsicherheit der erneuerbaren Energien zum Trotz. Und zu guter Letzt möchte ich dann noch einmal darauf zu sprechen kommen. Die Überschrift behandelt das Thema Energie. Der Antrag tut es angeblich auch. Sie haben jetzt die ganze Zeit mich nur vom Strom reden hören. Der Antrag macht aber leider auch genau das. Geht es nun um Energie? Ist für Sie Energie nur gleich Strom? Für uns geht es da um eine breitere Aufstellung. Deswegen fänden wir es gut, wenn Sie gemeint hätten, dass das pentalaterale Energieforum auf andere Energieträger, also beispielsweise auch auf Gas, ausgeweitet wird, dass wir auch da mit den europäischen Nachbarn weiter kooperieren sollten. Das wäre sinnvoll. Aber eigentlich sollte es darum gehen, dass das europäische Energiesystem zukunftsfähiger gemacht wird, dass gemeinsame erneuerbare Energienprojekte gemacht werden und nicht belgischer Atomstrom durch deutschen Braunkohlestrom ersetzt wird. Zu guter Letzt, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der
CDU und FDP. Ihr Antrag bleibt im alten fossilen Gedanken gefangen. Er würfelt dann ein paar Forderungen zusammen. Ich glaube, wir haben noch einiges zu diskutieren. Darauf freue ich mich. Herzlichen Dank.